Es ist Winterpause in Spanien. Doch abseits des Felds schlägt der Skandal um ein manipuliertes Spiel in der Primera Division hohe Wellen. Er ist anscheinend darin verwickelt, der japanische Nationaltrainer Javier Aguirre. Der Mexikaner war 2011 Coach von Real Saragossa. Am letzten Spieltag der damaligen Saison gewann sein Team mit 2:1 gegen Levante und kam so um die Relegation herum. Die Staatsanwaltschaft will nun bewiesen haben, Saragossa habe im Vorfeld über 1 Million Euro an die eigenen Verantwortlichen überwiesen. Das Geld soll dann unter anderem Aguirre an die Gegner weitergegeben haben, damit diese freiwillig verloren. Nun brach der Mexikaner in dieser Affäre sein Schweigen. La única fórmula que conozco para ganar partidos es el trabajo. Der einzige Weg zum Sieg ist für mich harte Arbeit. Ich mache niemandem Geschenke und möchte auch selbst keine erhalten. Ich arbeite uneingeschränkt mit den Ermittlern zusammen und verteidige mich selbst bis zum Schluss. Ich appelliere an unsere japanischen Fans, seid ganz ruhig. Wir brauchen euch, um den Asien-Cup zu gewinnen. Tatsächlich kommen die Ermittlungen für Aguirre zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt. Ab Mitte Januar coacht er Japan beim Asien-Cup in Australien. Er könnte während des Turniers aufgefordert werden, eine Aussage in diesem Skandal zu machen. Erste Stimmen fordern bereits seinen Rücktritt. Aguirre lässt das angeblich kalt. Ich bin komplett gelassen. Ich habe 39 Jahre lang in Mexiko, Spanien, den USA und Japan gearbeitet und nie einen Job aufgegeben, wenn ich noch unter Vertrag stand. Sobald ich diesen Raum verlasse, konzentriere ich mich wieder hundertprozentig auf den Asien-Cup. Der japanische Verband stärkt Aguirre den Rücken, vorerst, denn sie könnte noch sehr bedrohlich werden, diese Skandalwelle in der spanischen Winterpause.